Ben Bernanke ist und bleibt für Überraschungen gut. Der US-Notenbankchef hat die Geldpolitik unverändert belassen. Heißt, die Fed wird pro Monat auch weiter 85 Milliarden Dollar ausgeben. Experten hatten damit gerechnet, dass die Käufe, wenn auch vorsichtig, zurückgefahren werden. Fakt ist, die Fed ist nach wie vor nicht von der Nachhaltigkeit des Aufschwungs überzeugt. Für Skepsis sorgen die zuletzt gestiegenen Hypothekenzinsen. Auch der Arbeitsmarkt hat mit den jüngsten Zahlen nicht überzeugen können. Darüber hinaus belasten laut Fed die Ausgabenkürzungen im Staatshaushalt. Bernanke fordert deswegen von der Regierung, die Schuldenobergrenze anzuheben. Stellt sich die Frage, wann die Fed ihre expansive Geldpolitik zurückfährt. Bernanke hatte im Juni eigentlich angekündigt, noch 2013 den Anfang machen zu wollen. Jetzt sagt der Fed-Chef, möglicherweise in diesem Jahr den ersten Schritt wagen zu wollen. Einen festen Zeitpunkt im Kalender gäbe es aber nicht. Entscheidend seien Konjunkturdaten, so Bernanke. Besonderer Fokus liege weiter auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote war zuletzt auf 7,3% gefallen. Der Stellenzuwachs hatte allerdings in den vergangenen Monaten enttäuscht. Für die Fed derzeit ein inakzeptables Niveau. Deswegen wird der Leitzins wohl auch bis 2015 auf dem aktuell niedrigen Stand bleiben. Die meisten Mitglieder des Führungsgremiums der Fed sehen erst dann den geeigneten Zeitpunkt für eine Zinswende. Die Geldschleusen der Notenbank werden also offen bleiben. Allerdings sind die Fed und Bernanke immer wieder für Überraschungen gut.